Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir gönnen uns wieder einen wunderschönen Sketch und anschließend die Outtakes von Varian. Wenn man den Kundensupport anruft, wird wieder lustig, denke ich. Wie immer, let's do it, Leute. Wir schauen rein. Kundensupport abzieh live ab Punkt Zocke, mein Name. Wie darf ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, Volker Rion, mein Name. Und zwar habe ich seit vorgestern Probleme mit dem Internet. Kleinen Moment, dafür müsste ich Sie zu meinem Kollegen weiterleiten, okay? Okay, alles klar. Alles klar, kleinen Moment. Yo, Kundensupport abzieh live, Bernd Trüger, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Und zwar habe ich mit einem Kollegen schon gesprochen. Es geht um Können mein... Sie mir noch einmal kurz Ihren Namen geben? Ja, Volker Rion, mein Name. Ja, Herr Rion, wie darf ich Ihnen denn helfen? Ja, und zwar habe ich Probleme mit dem Internet seit ein bis zwei Tagen. Ja, da kenne ich mich nicht so mit aus. Ich müsste Sie einmal an meinen Kollegen weiterleiten. Kleinen Moment. Aber da war ich doch gerade. Kundensupport abzieh live.g.aule, mein Name. Wie kann ich. Ach. Krass. CEO oder SEO, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Ich glaube, Deutsch sogar CEO. Der hat ihn ja quasi so zum Durchbruch verholfen. Und jetzt featured er ihn hier im Video. Ziemlich cool. Sehr nice, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Den Namen von den Kundenmitarbeitern und sein Name ist natürlich auch wieder sehr schön. Ne? Kleine, schöne Details auf jeden Fall immer. Da war ich doch gerade. Kundensupport abzieh live, g.aule, mein Name. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und zwar habe ich Internetprobleme. Da sind Sie bei mir richtig. Ja, sehr gut. Ich habe seit circa zwei Tagen einfach kein Internet bei mir zu Hause. Ach, sagten Sie Internet? Ich habe Scarlett Johansson verstanden. Warum sollte ich das sagen? Ja, Sie sind hier in der Buchungsabteilung von Scarlett Johansson. Und warum sollte ich dafür hier anrufen? Woher soll ich das wissen? Könnten Sie mich vielleicht an jemanden weiterleiten, der dafür verantwortlich ist? Für Scarlett Johansson, da sind Sie wie gesagt hier richtig. Für das Internet. Würden Sie mir noch mal kurz Ihren Namen verraten? Volker Rion. Jo, ich stelle Sie durch. Ich danke Ihnen. Kundensupport abzieh live ab Punkt Zocker, mein Name. Wie darf ich Ihnen helfen? Bei Ihnen war ich doch ganz am Anfang. Würden Sie mir einmal noch Ihren Namen verraten, dann kann ich Ihnen auch weiterhelfen. Volker Rion hier. Ich erinnere mich, ja. Schön. Haben Sie die Scarlett Johansson Buchung bekommen? Ja. Sehr schön. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Und zwar habe ich seit zwei Tagen Probleme mit dem Internet. Okay, könnten Sie sich eventuell ein wenig konkreter ausdrücken? Ja, natürlich. Es geht Okay, nicht. Würden Sie mir einmal noch Ihre Routerdaten durch... Könnten Sie sich konkret ausdrücken? Ja, es geht nicht. So ungefähr passt eigentlich. So würde ich es auch beschreiben. Einmal noch Ihre Routerdaten durchgehen. Ja, der Routername ist MN34675555 Nase. Okay, und was genau zeigt er ja, an? Ja, nichts hat er angezeigt. Keine einzige Lampe läuft. Haben Sie eventuell versucht... Das Gerät neu zu starten. Safe. Haben Sie versucht, das Gerät neu zu starten? Haben Sie eventuell versucht, das Gerät ein- und auszuschalten? Ja, 20 Mal insgesamt. Okay, und? Was und? Funktioniert es? Würde ich dann hier bei Ihnen anrufen? Eventuell ja, wenn Sie Scarlett Johansson buchen wollen würden. Es geht nicht. Resettet hatten Sie das Gerät ja auch schon, oder? Ja, natürlich. Ich müsste Sie sonst zur Not direkt zum Techniker durchstellen. Ja, okay. Kann ich Sie eventuell in der Zwischenzeit für unser neues Angebot AllNet Never Internet Paket begeistern? Nee, dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Sie bekommen später noch eine SMS. Wären Sie so freundlich und bewerten dieses Gespräch eventuell positiv? Lassen Sie mich bitte erstmal das Gespräch mit dem Techniker abwarten, okay? Alles klar, ich verbinde Sie. Dankeschön. Kundensupport abzieh live, Harald Intergeher, mein Name. Wie soll ich Ihnen helfen? Und zwar... Harald Intergeher. Ey, das sind für Namen, weil die sind so richtig schön stumpf lustig einfach. Aber es kommt teilweise schon, da sind schon ein paar Parallelen. Ist natürlich alles ist krass übertrieben und Satire, natürlich wie immer. Es ist ja auch Comedy. Aber es kommt teilweise schon echt ein bisschen nah an so Kundengespräche. Das ist schon brutal manchmal. Wenn das Internet nicht geht und man ruft, in meinem Fall über Unity Media an oder so, es ist wirklich manchmal echt brutal anstrengend für einen selber. Mein Name, wie soll ich Ihnen helfen? Und zwar habe ich seit Tagen Internetprobleme. Ja, kann ich Ihren Namen haben, bitte? Volker Rion. Okay, wo liegt Ihr Problem? Ich habe seit zwei Tagen Internetprobleme. Ja, dafür ist ein anderer Kollege zuständig, aber ich verbinde Sie fix. Kein Problem. Okay. Kundensupport abzieh live ab Punkt Zocker. Mein Name, Sie wollten Scarlett Johansson buchen? Ja, kann ich Ihren Namen haben, bitte? Sehr nice. Ja, schön, kurzes, schönes Video. Wir gönnen uns noch die Outtakes, Leute. Was soll ich sagen, Volker? So, dann schauen wir mal rein. Was soll ich sagen, Volker Rion? Oh. Also Volker Rion, was? Ich finde seine Lache und sein Grinsen vor allem, dieses, dass er immer so richtig dann die Augen so zukneift, oh, das finde ich irgendwie voll, einfach voll sympathisch, da muss man irgendwie richtig mitlachen. Das ist so also geil. Volker Rion, oder was? Oder hast du noch einen blöderen Namen? Lukas? Volker Rion. V zum Rion. V zu dem Arion?
zu dem Arian? Hab ich ja auch früher gesagt. Alter, ist mega ungewohnt. Luke, dreh dich um, Alter. Hör auf, Alter. Ey, Luke, hör auf, Alter. Ich muss mich konzentrieren. Schönen guten Tag. Hör auf, okay? Schönen guten Tag. Warte. Schönen guten Tag, Volker Rion, mein Name. Ich hab... Was sag ich überhaupt? Lol. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Volker Rion, mein Name. Und zwar habe ich seit vorgestern Probleme. Ey, du sitzt da wie so eine Henne, Alter, die ein Ei legt, Alter. Ah, lol, von Moorhuhn ist das, oder? Ist das von Moorhuhn? Oder ist das von woanders her? Ich weiß es gar nicht mehr. Kennt noch jemand von euch Moorhuhn? Warte. Ja, schönen guten Tag, Volker Rion. Luke, Alter, du bist hinter der Kamera und musst nicht ernst bleiben. Ja, schönen guten Tag, Volker Rion, mein Name. Mit geschlossenen Augen, oder? Aber da war ich doch gerade. 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 Aber jetzt sei ruhig da hinten, Luke. Ohne Scheiß. Entschuldigung, war nicht so ernst gemeint. Nee. Aber da war ich doch... Geil, ey. Wieso machst du mit, Alter? Tja, was soll ich sagen? Es sind nicht meine längsten Reactions. Ich sag nicht so wirklich viel manchmal, aber es ist einfach, man genießt das einfach irgendwie. Es ist einfach schön unterhalten und man kriegt gute Laune so. Mehr will man noch gar nicht. Leute, lasst bitte Support Barbarian da und abonniert den, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist auf jeden Fall worth it. Lasst hier auch gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.